بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir machen heute weiter in der Sira inshallah. Und wir hatten ja letzte Woche begonnen gehabt, über die Schlacht von Hunain zu sprechen. Wir wollten ja letzte Woche eigentlich schon die gesamte Schlacht behandeln, aber es hat zeitlich nicht ausgereicht, weil wir uns noch mit einigen Aspekten aus dem Ereignis von der Eroberung von Mekka, Fath Mekka, beschäftigt hatten und nicht mehr wirklich Zeit hatten, uns dann mit der Schlacht von Hunain zu beschäftigen. Wir haben aber schon einiges angesprochen gehabt und wollen das nochmal inshallah ta'ala kurz wiederholen. Und zwar in Form von Fragen. Ich stelle euch Fragen und ihr antwortet inshallah ta'ala. Zunächst erst einmal, wann war die Schlacht von Hunain gewesen? Ja, im Jahre 8 nach der Hijra. Wann? Wann genau? In welchem Monat? Im Monat Shawwal, richtig. Im Monat Shawwal. Wie viele Tage blieb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach der Eroberung von Mekka in Mekka? 19 Tage, richtig. Sehr gut, mashallah. Das heißt dann, nach 19 Tagen ist dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Richtung Hunain marschiert. Die zweite Frage: Wie viele Muslime nahmen an der Schlacht von Hunain teil? 12.000, sehr gut. 12.000, mashallah. Ja? Und zwar 10.000, ja, von den Muhajirun und den Ansar, welche ohnehin schon in Mekka gewesen sind und Mekka erobert hatten. Und dann noch 2.000 von den neuen Muslimen. Es gab ein merkwürdiges Ereignis, was dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, ich sag mal, nee, nicht ärgerte, aber was dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam traurig stimmte. Und wo er dann auch etwas vorausgesagt hat, was dieser Umme widerfahren wird in der Zukunft. Weiß jemand von euch, welches Ereignis das war? Ja, sie sind an einem Baum vorbeigekommen. Wie hieß dieser Baum? That. Ja? Bitte? Ja, that and what? Schwerter Baum oder that and what? Gute. That and what? Also der Baum, an dem man sozusagen etwas anhängt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde dann überrascht von der Aussage einiger der neuen Muslime, die gesagt haben: O Gesandter Allahs, gib uns ein that and what, genauso wie sie ein that and what haben. Das ist ein Baum gewesen, der von den Arabern geehrt wurde, als heilig angesehen wurde in der vorislamischen Zeit und wo sie dann einmal im Jahr ein Fest hatten, in dem sie ihre Schwerter auf den Baum gehangen haben und damit sich Segen erwünscht haben und erhofft haben für ihre Waffen. Und das ist natürlich eindeutig Aberglaube, das ist eine Form von Schirk. Warum? Weil ich nämlich glaube, dass ein Baum meine Waffe segnen kann. Wo Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der etwas segnen kann. Und der Einzige ist, auf den wir uns als Muslime und als Menschen im Allgemeinen schützen dürfen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihr habt genau dasselbe gesagt, wie damals die Benu Israel zu Musa alaihi salam sagten. Genau dasselbe. Und zwar sagten sie, wie es der Koran dann auch wiedergibt und wie der Koran sie zitiert, gib uns einen Götzen, genauso wie sie einen Götzen haben, damit wir ihn anbeten können. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihr werdet die Bräuche derjenigen befolgen, die vor euch waren, Handbreite um Handbreite und Armlänge um Armlänge, selbst wenn sie in das Loch eine Eidechse hineinkriechen würden, würdet ihr hinterher kriechen. Und dann fragten die Sahabe, handelt es sich um die Juden und Christen und Gesandte Allahs? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann antwortete mit einer rhetorischen Frage, wer denn sonst? Die Muslime, sie machten sich jetzt auf den Weg nach Hunain. Das ist ein Tal, ja, welches sich zwischen At-Ta'if
und Mekka befindet. Und sie sollten dort auf zwei, eigentlich mehrere Stämme, aber zwei Hauptstämme treffen. Wie hießen diese beiden Stämme nochmal? Welche den Muslimen den Krieg erklärt haben. Das ist ja nochmal ganz wichtig, ja, dass es ja nicht die Muslime waren, die jetzt einfach angegriffen haben, sondern ja, die Muslime haben erfahren, dass mehrere Stämme sich verbündet haben miteinander und eine Riesenarmee, man kann sagen, die letzte Armee der Götzendiener, die wirklich große Armee, ja, in der sie eine Chance gesehen haben, noch einmal etwas gegen den Monotheismus, gegen den Tauhid, gegen den Islam auszurichten, ja, hat sich formiert. Und an der Spitze waren zwei große arabische Stämme. Wie hießen diese beiden arabischen Stämme? Ah, mashallah, Allah, Harun ist gut, Allahumma barik. Die Hawazin und die Thaqif. Die Hawazin und die Thaqif. Absolut richtig. Und mit ihnen waren noch einige andere Stämme gewesen, die jetzt namentlich nicht ganz so wichtig sind. Ja, wichtig ist erst einmal, dass wir wissen, ja, dass es mehrere alliierte, verbündete Stämme gewesen sind. Und sie haben es geschafft, bis zu über 20.000 Männer zusammenzubringen. Gut. Es gab jetzt einen Mann, der gewählt wurde und bestimmt wurde, um jetzt diese Armee anzuführen. Dieser Mann hieß, weiß jemand? Ja. Ah. Mashallah. Malik ibn Auf. Ja. Malik ibn Auf, ja, der ein junger Mann gewesen ist und wahrscheinlich einen gravierenden Fehler gemacht hat, zumindest für seine eigene Seite. Für die Muslime war es natürlich vom Vorteil gewesen, aber ja, der einen gravierenden Fehler gemacht hat, dass er nämlich nicht auf die Erfahrung der Älteren gehört hat. Es gab nämlich einen Mann, der hieß Durayd ibn Simma. Dieser Durayd ibn Simma war ein sehr erfahrener Mann gewesen, der viele Kriege geführt hat und der ihm gesagt hat, dass das, was er gemacht hat, ein großer und gewaltiger Fehler ist. Was hat er denn nämlich gemacht? Er hat gesagt, ja, dass das gesamte Vermögen der Stämme, die Frauen, die Kinder, die Tiere, das Vieh, alles mitgenommen werden soll. Mit welcher Begründung? Nämlich, wenn sie wissen, dass sie hinter sich ihre Familien und ihr Vermögen haben, dann werden sie alles geben. Der Durayd ibn Simma, er hat gesagt, du spinnst, du hast keine Ahnung von Kriegsführung. Weil am Ende hilft nur was? Hilft nur der Mann mit seinem Schwert. Sollte er verlieren, dann ist wenigstens seine Familie sicher. Und sollte er gewinnen, dann gewinnt er nicht wegen seiner Familie, sondern wegen seines Schwertes. Und das ist sehr, sehr weise gewesen. Aber am Ende musste er sich fügen. Warum? Weil nämlich Malik ibn Auf gedroht hatte, sich selbst umzubringen, wenn nicht das getan wird, was er vorhat. Eigensinnigkeit, Sturheit. Wo wir nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges lernen. Etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch in der Schlacht von Hunain, die wir gleich noch sehen werden, insha'Allah ta'ala, vorgelebt hat, dass man nämlich auch auf die Ratschläge der anderen hören sollte. Auch als Führer, auch als Anführer, solltest du auf die Ratschläge der anderen hören. Und auch mal Ratschläge beherzigen oder zumindest einmal darüber nachdenken. Weil es nämlich sein kann, dass du die Sache nicht so siehst, wie sie wirklich ist. Oder nur aus einem bestimmten Blickwinkel siehst. Und deswegen auch Rat benötigst von Menschen, die die Sache vielleicht von einem anderen Blickwinkel aussehen. Oder eine mehr Erfahrung haben, mehr Wissen haben. Was durchaus sein kann, nur weil ich der Anführer bin, heißt es nicht, dass ich alles können muss. Und dann auch von ihrem Wissen profitieren, was aber Malik ibn Auf nicht getan hat. Gut, sie begeben sich jetzt auf den Weg. Und wir sind, glaube ich, letztes Mal bis zu dem Punkt gekommen, wo jetzt die Muslime am Tal von Hunain angekommen sind. Der Malik ibn Auf hat alles auf eine Karte gesetzt. Und zwar hatte Malik ibn Auf die gesamte Armee schon vorher im Tal von Hunain stationiert und verteilt. Und er hat gesagt,
Sobald die Muslime hier ankommen, dann habt ihr eine Aufgabe. Und zwar sie mit Pfeilen zu beschießen von allen Seiten. Wir hatten letzte Woche noch gesagt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann mit dem Namen Abdullah ibn Abi Hadrat zu den Hawazin geschickt hat, damit er in Erfahrung bringt, was sie vorhaben. Aber das hat er nicht in Erfahrung bringen können. Und er wusste nicht, welche Falle die Hawazin und die Thaqif die Muslimen stellen würden. Und jetzt sollte etwas Gewaltiges geschehen. Etwas, was eine der wichtigsten Lektionen für die Muslime in ihrer Geschichte überhaupt gewesen ist. Eine Lektion, die wir sowohl als Gemeinschaft benötigen, als auch als Individuen, jeder einzelne von uns. Und zwar, dass wir uns niemals allein auf uns selbst verlassen dürfen oder auf unsere Talente oder unsere Kräfte oder unsere Anzahl oder unser Vermögen oder unser Aussehen oder unsere Intelligenz oder was es auch immer sein mag, stützen dürfen und Selbstgefallen entwickeln dürfen, sondern uns ausschließlich in allen Angelegenheiten als Muslime auf Allah subhanahu wa ta'ala stützen müssen. Und genau diesen Fehler haben die Muslime, gerade auch die Neuen unter ihnen, in dieser Schlacht getan. Und das ist die wichtigste Lektion überhaupt, welche Allah subhanahu wa ta'ala die Muslimen gelehrt hat in dieser Schlacht. Und welche Allah Ta'ala auch im Koran festgehalten hat. Wir hatten das letzte Woche kurz erwähnt gehabt. Und zwar die 2000 Männer, welche gerade erst zum Islam übergetreten sind. Sie haben sich die unglaubliche Größe der Armee angeschaut und gesagt, heute können wir nicht aufgrund unserer Anzahl verlieren. Geht gar nicht. Wir sind so viele, das geht gar nicht. Es kann uns nichts geschehen. Und obwohl es sich um die größte Armee in der islamischen Geschichte zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam handelte, sollte gerade diese Armee zunächst erst einmal in einen Hinterhalt gelockt werden und beinahe vernichtet worden und ja, hätte beinahe eine Niederlage erlitten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber und zwar im Surat At-Tawbah. Allah Ta'ala, er sagt, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen. Das ist Vers Nummer 25 von Surat At-Tawbah, die Surah Nummer 9. Und jetzt erwähnt Allah Ta'ala die Schlacht von Hunayn. Wir hatten letzte Woche gesagt gehabt, es gibt zwei Schlachten, die im Koran namentlich erwähnt werden. Einmal die Schlacht von Hunayn und die andere Schlacht ist welche? Die Schlacht von Badr. Richtig. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Und auch am Tag von Hunayn. Also auch am Tag von Hunayn hat Allah Ta'ala die Muslime zum Sieg verholfen. Oder die, genau, hat Allah Ta'ala ja, die Muslime zum Sieg verholfen. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Als eure große Zahl euch gefiel. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Euch aber nichts nützte. Und jetzt kommt es, was geschehen ist. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Und genau das sollte jetzt geschehen. Die Muslime haben nicht erwartet, dass sie in einen Hinterhalt gelockt wurden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist auch nur ein Mensch gewesen. Und das lehrt uns auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kannte nicht das Verborgene. Und das hat er auch nie behauptet. Ganz im Gegenteil. Immer wieder hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt, dass seinem Wissen Grenzen gesetzt sind. Und dass er nur das weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch berichtet hat und offenbart hat. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sogar ganz im Gegenteil, immer dann, wenn Leute geglaubt haben, oh, hier ist etwas geschehen, ja, was darauf hindeutet, dass er ein Prophet ist, aufgezeigt, dass das nichts mit ihm als Mensch oder als Prophet zu tun hat, sondern dass es sich hierbei um ein ganz normales Naturereignis handelt. Wie beispielsweise, als sein Sohn Ibrahim gestorben ist, von seiner Frau Maria al-Qibtiyya, und plötzlich an diesem Tag während der Beerdigung
es zu einer Sonnenfinsternis kam. Jeder Hochstapler hätte was getan? Hätte gesagt, schaut, ein Zeichen Gottes, dass ich wirklich ein Prophet bin. Aber unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist auch sadiqul amin. Er ist ein wahrer Prophet. Man hat den Leuten gesagt, sagt so etwas nicht. Die Sonne, ja, sie verdunkelt nicht, ja, aufgrund einer Person, die gestorben ist oder aufgrund einer Person, die geboren wurde. Sondern es handelt sich hierbei um was? Um ganz normale Zeichen von den Zeichen Allahs. Inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Subhanallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat dem Menschen aufgezeigt, dass er Grenzen hat. Dass er nichts von sich aus bewirken kann. Sondern wenn überhaupt, dass Allah ta'ala derjenige ist, der die Wunder bewirken lässt, dann, wann er möchte und nicht, wann unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam das möchte. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist wie gesagt ein Mensch. Und er wusste nicht, dass es hier einen Hinterhalt gibt. Und das ist auch von Allah ta'ala so gewollt gewesen, damit die Lektion auch wirkt. Und auch ein anderer Grund, damit wir sehen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich für uns ein Vorbild ist. Würde jedes Mal Allah ta'ala ihm irgendetwas aufzeigen, in jeder Situation, dann könnte er für uns gar kein Vorbild sein. Warum? Weil dann würden wir als normale Menschen sagen, ja, er ist ja auch jemand gewesen, der immer Unterstützung von Allah ta'ala bekommen hat. Diese Unterstützung haben wir nicht. Also können wir uns gar nicht vergleichen mit ihm. Und somit ist er auch nicht wirklich ein Vorbild für uns. Aber weil er ein Mensch gewesen ist und weil er auch nur über menschliches Wissen verfügt hat und weil er auch sallallahu alaihi wa sallam in bestimmten Situationen Misserfolge haben konnte und auch scheitern konnte, sallallahu alaihi wa sallam, ist er das ideale Vorbild für uns, weil er uns nämlich aufzeigt, wie man mit solch einer Situation jetzt umgeht. Die Muslime, 12.000 Männer, kommen jetzt im Tal von Hunayn an, nach dem Fajr-Gebet. Das ist der 10. von Ash-Shawwal. Und jetzt passiert etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Stellt euch mal vor, ihr geht dorthin, ihr denkt, und ihr glaubt, ihr seid die Ersten. Und plötzlich hagelt es nur so vom Feind, von allen Seiten. 20.000 Männer gegen 12.000. Das heißt, wenn jeder auch nur einen Pfeil abschießt, was ist? Ja, dann trifft der. Also da treffen sie mindestens sozusagen eine Person mit fast zwei Pfeilen. Und wenn sie mehrere Pfeile hintereinander abschießen, wie viele Menschen treffen sie dann, die unvorbereitet sind, die sogar Selbstgefallen entwickelt haben und dementsprechend gar nicht mehr darauf geachtet haben, sich in irgendeiner Weise wirklich adäquat vorzubereiten auf diesen Moment. Und jetzt geschieht genau das, was Allah Ta'ala hier so schön berichtet. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Furcht. Die Menschen sind geflohen. Stellt euch mal diese Situation vor. Es kommt plötzlich von überall ein Hagel voller Pfeile. Du fängst nur noch an, irgendwie dich zu verstecken, zu fliehen, um dein Leben zu rennen. Und dann hast du noch 2000 Männer unter den 10.000, welche nicht wirklich gefestigt sind. Und an diesem Tag, subhanallah, blieben an der Seite unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nur sehr, sehr wenige. Die meisten sind geflohen. Es gibt vier verschiedene Zahlen, wie viele wirklich an der Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestanden haben. Manche sagen vielleicht bis zu 80 Leute, manche sagen 10 oder 12 Leute, also eine sehr, sehr geringe Zahl von 12.000. Und jetzt zeigt sich, wer unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewesen ist. Jetzt zeigt sich die Standhaftigkeit dieses Menschen und Propheten zugleich. In diesem Moment, und das kann man ganz klar sagen, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, jetzt kommt die Standhaftigkeit unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eine unglaubliche Standhaftigkeit. Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er floh nicht. Er schaute, wer an seiner Seite ist. Einmal sah er seinen Onkel an seiner Seite, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und er sah seinen Cousin Abu Sufyan ibn al-Harith, nicht Abu Sufyan ibn al-Harith, sondern Abu Sufyan ibn al-Harith, der vor kurzem erst Muslim geworden ist und vorher den Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer wieder bekämpft hat.
Zunächst einmal hat er ihn nicht erkannt, weil er einen Helm auf hatte. Und sie standen beide neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinem Onkel Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib: Ey Abbas, nadi ashab al-Samura. O Abbas, rufe die Leute des Baumes. Welche Leute sind gemeint? Die Leute, die bei dem Abkommen von Al-Hudaybiyah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam unter dem Baum den Treueeid geschworen haben. Wie viele waren das gewesen? Ashab al-Shajara, wie viele waren das gewesen? Wie viele Sahabis? Die die Umrah machen wollten, dann kam es zu dem Abkommen von Al-Hudaybiyah. 1400. Und Abbas rief, ja, und er hatte eine sehr, sehr laute Stimme. Eine Ashab al-Samura, wo sind die Leute ja, des Baumes, die den Treueeid geschworen haben? Und jetzt guck mal, was er sagt. Er sagt, فَوَاللَّهْ لَكَأَنَّ فَلَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا. Als sie das gehört haben, haben sie sich so plötzlich sozusagen zusammengerissen oder sind plötzlich so aufgesprungen, wie eine Kuh, wenn sie versucht, ihr Jung zu verteidigen, ihr Kalb zu verteidigen. Ja, eine Mutter versucht ihr, sozusagen auch ein Tier, ja, eine Mutter, ein Kalb versucht ihr Junges zu verteidigen, ja, zu schützen. So sind sie aufgestanden, gleich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagten sie, ja labbaik, hier sind wir. Und dann rief er die Ansar, ja ma'ashar al-Ansar, oh ihr Ansar. Und dann fing er an, einzelne Stämme aufzurufen. Und sie sammelten sich wieder. Manchmal kommt der Shaitan in einem Moment, subhanallah. Und da brauchst du jemanden, der dich erinnert. Und der Mu'min, er lässt sich erinnern. Der Mu'min, er kann in einem Moment schwach werden. Aber sobald er erinnert wird, sieht er wieder und fängt an, wieder zurückzukehren zu Allah. Allah Ta'ala, er beschreibt das sehr, sehr schön im Koran. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, wenn eine Schar der Satane sie berührt, also ihnen etwas einflüstert, was passiert dann? تذكروا, erinnern sie sich. فإذا هم مبصرون, und plötzlich können sie wieder sehen. Und das ist der Unterschied zwischen ihnen und zwischen den anderen. وإخوانهم, und die Brüder der Satan, sie bestätigen sie in ihrem Irrweg. Und dann lassen sie davon nicht ab. Das ist der Unterschied, subhanallah. Derjenige, der Taqwa hat, der kann mal schwach werden, kann jedem passieren. Der kann mal ausrutschen. Der kann mal eine Sünde begehen. Wir sind alle Menschen. Aber der Unterschied zwischen ihm und jemandem, der keine Taqwa hat, ist welcher? Dass er, sobald er erinnert wird, wieder zurückfindet. Aber jemand, der keine Taqwa hat, der bleibt auf diesem Irrweg. Der geht immer weiter weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, in diesem Moment, die Muslime sind völlig durcheinander gewesen. Sie waren überrascht worden von den Pfeilen. Und dann lässt sie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rufen durch seinen Onkel Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und dann ruft der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagt folgende Worte. Schaut mal, das ist nochmal ganz wichtig. Er ruft, der Feind kann ihn auch hören. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat keine Angst. Er ist mutig. Er ist ein Held. Er ist standhaft. Salawat rabbi wa sallamu alaihi. Und jetzt schaut mal zu, was er sagt. Weiß jemand, was er gerufen hat? Ich bin der Sohn von Prophet. Ja, mashallah. Ana al-Nabiyyu la kadhib. Ana ibn Abd al-Muttalib. Allahu Akbar. Ich bin der Prophet. Darin besteht keine Lüge. Ich bin der Sohn von Abd al-Muttalib. Was sind diese Worte? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese beiden Dinge miteinander verbunden? Erst einmal, ich bin der Prophet. Darin besteht keine Lüge. Das ist nicht anzuzweifeln.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er rief damit all diejenigen, welche gefestigt in ihrem Iman gewesen sind. Die wahren Mu'minin. Es waren 10.000 gewesen, Muhajirun und Ansar, die nur auf solch ein Wort gewartet haben, auf solch einen Satz. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dem ersten Satz, was hat er gemacht? Er hat diejenigen gerufen, die in ihrem Herzen Iman hatten. Und mit dem zweiten Satz hat er diejenigen gerufen, deren Iman noch nicht so stark gewesen ist. Welche mehr auf den Ruf des Clans, auf den Ruf des Stammes gehört haben, als auf den Ruf des Iman. Könnte man sagen, okay, ist das eigentlich in Ordnung? Eigentlich ist doch jegliche Form von Nationalismus etwas, was abzulehnen ist. Nein. Nationalismus im Sinne von Stammeszugehörigkeit, dass ich mich auch zugehörig fühle zu einer bestimmten Nation, ist etwas, was der Islam nicht ablehnt. Im Gegenteil. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er Mekka verlassen hat, was hat er gesagt? Anti ahabbul biladi ilayya. Du bist der Ort, den ich am meisten liebe. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma akhrajtu abada. Hätte deine Bewohner mich nicht vertrieben, wäre ich niemals aus Mekka herausgegangen. Das heißt, dass ich Heimatliebe habe, dass ich eine bestimmte Zugehörigkeit habe zu einem Stamm der Quraysh. Das ist an sich nicht verwerflich. Und deswegen haben ja auch die Gelehrten gesagt, dass die Propheten immer eine edle Abstammung haben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Eine edle Abstammung, mit edler Abstammung ist was gemeint? Eine saubere Abstammung. Dass die Eltern keinen Sehner begangen haben, die Großeltern ebenfalls nicht, sondern dass alles innerhalb der Familie ist. Also diese edle Abstammung spielt auch eine Rolle. Aber was lehnt der Islam ab? Der Islam lehnt es ab, dass ich meine Stammeszugehörigkeit oder meine Volkszugehörigkeit oder meine Nationalität über die Menschlichkeit und über meinen Glauben stelle. Und dass ich anfange, aufgrund meiner Nationalität, aufgrund meiner Herkunft, andere Menschen zu erniedrigen oder zu verabscheuen oder von oben auf sie herabzuschauen. Das ist das, was der Islam ablehnt. Der Islam ist immer eine Religion der Mitte. Sie geht weder in das eine Extrem noch in das andere Extrem. Und zeigt uns auf, wie der richtige Maßstab ist. Natürlich kann ich, Alhamdulillah, mein Land lieben. Ja, ich kann meine Sprache lieben. Ich kann meine Familie lieben. Aber nur weil ich aus einem bestimmten Land stamme, bin ich doch nicht besser als andere Menschen. Nur weil ich eine bestimmte Hautfarbe habe, bin ich doch nicht besser als andere Menschen. Oder habe eine höhere Stellung als sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau das ist es, was der Islam ablehnt. Und in diesem Moment hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was getan? Er hat beides miteinander verknüpft, um sowohl die wahren Mu'minin zu erreichen, welche ihnen gefolgt sind aufgrund seines Imans, als auch die neuen Muslime, welche vielleicht noch nicht so gefestigt gewesen waren, aber welche von seinem selben Stamm sind. Und welche dann in diesem Moment gesagt haben, mir ist es lieber, dass jemand von den Quraysh mich regiert, selbst wenn ich ihn nicht mag, als dass jemand von einem anderen Stamm mich regiert, ja, selbst wenn ich ihn mag. So sind sie an die Sache herangegangen. In diesem Moment, subhanallah, haben sich die Muslime gesammelt. Vorher gab es aber interessante Aussagen, die uns nochmal aufzeigen, dass einige der Muslime wirklich noch nicht gefestigt gewesen waren. Und zwar haben einige gesagt, ala batu das sihr, ist endlich jetzt die Magie vorbei heute? Ist die Magie endlich vorbei? Also einer von den Quraysh, ja, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen war, ja, er hat genau das gesagt, weil er dachte, jetzt ist es vorbei. Abu Sufyan ibn Harb, er hat gesagt, ja, diese Sache wird nicht gut ausgehen. Ja, die Muslime werden in jedem Fall verlieren, egal was ist. Und das zeigt noch einmal, dass viele Menschen, die auf der Seite der Muslime waren, nicht wirklich gefestigt gewesen waren. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau diese Methode auch angewandt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also die Menschen wieder um sich versammelt. Und als er dann sah, dass die Muslime wieder beisammen waren, sagte er sallallahu alaihi wa sallam, hada hina hamiya al-watis. Jetzt sozusagen ist der Zeitpunkt, wo es anfing zu brodeln. Hada hina hamiya al-watis. Jetzt ist der Zeitpunkt, ja, wo es richtig heiß wird, wo die beiden Armeen jetzt aufeinander stoßen werden. Dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein bisschen Erde vom Boden und er schmiss diese Erde in Richtung der Feinde. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, in hazimu wa rabbi Muhammad,
erleidet eine Niederlage, verliert beim Herrn Muhammad. Und dieser Wurf, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, dieses Schmeißen von Sand in die Richtung der Feinde, ist nicht irgendetwas gewesen, sondern ist eine Wasile gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag mehrere Wasail, mehrere Methoden angewandt, welche ihm zur Verfügung standen. Einmal, er rief die Menschen zusammen. Dann nahm er diese Erde und schmiss sie Richtung Feinde, sodass in jedes Auge der Feinde an diesem Tag von dieser Erde etwas gelangt ist. Das ist natürlich ein Wunder gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet genau hierüber, indem er nämlich jetzt sagt, ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ. Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Und jetzt, وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Und das ist jetzt die göttliche Unterstützung. Und er sandte Heerscharen, die ihr nicht sah. Es ist genauso wie Musa alaihi salam, der seinen Stab genommen hat und auf das Rote Meer gestanden hat. Was bringt ein Stab? Nichts. Hätte Allah nicht einfach das Rote Meer spalten können, ohne diesen Stab? Ich meine, wir haben oft als Kinder immer wieder, gerade die Jungs, ja, wahrscheinlich, ja, immer wieder mit Stäben aufs Wasser geschlagen, ja, wenn wir mal an See waren. Ja, jeder von uns, ja, immer, hat sich auch nichts getan. Bringt überhaupt nichts. Aber Allah will, dass du das Mittel ergreifst, was dir zur Verfügung steht. Und bei einem Propheten ist es dann ein Wunder. Und bei unserem Propheten zu Hause ist es genau dieses Mittel gewesen. Er hat es genommen, in ihre Richtung geschmissen und es ist wirklich in ihre Augen gelangt. Eines der Mittel, was ihm zur Verfügung stand. Und jetzt waren die Gläubigen gefestigt gewesen, subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte sie zum Sieg führen. Wie kam das? Das Problem ist, der Malik ibn Auf, er hatte keinen Plan B. Er hatte nur Plan A. Ein gewaltiger Fehler. Ein sogenanntes Greenhorn. Wisst ihr, was ein Greenhorn ist? Ja, jeder, der schon mal Karl May gelesen hat, der weiß, was ein Greenhorn ist. Jemand, der keine Ahnung hat von was? Jemand, der keine Ahnung hat, ja, von Kriegsführung. Jemand, der sozusagen Neuling, im Wilden Westen, ja, Neuling. Ja. Und das war ein richtiger Greenhorn gewesen. Richtiges Greenhorn. Ja? Jemand, der keine Ahnung hat. Ja, der hat einfach nur Plan A gehabt. Kennt nicht Plan B. Gesagt, wir setzen alles auf eine Karte. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, gerade in der Kriegsführung. Ich meine, ich habe keine militärische Ausbildung, ja, aber ich glaube, selbst in normalen Zeiten, wenn ich ein normales Fest organisiere, brauche ich immer einen Plan B, oder? Wenn es regnen sollte, was machen, wie man es regnen sollte. Das Dümmste, was ich machen kann, ist, ich habe nur Plan A. Und was ist, wenn es regnet? Dann haben wir ein Problem. Man braucht immer Plan B. Eigentlich braucht man sogar Plan C und Plan D in einer Kriegsführung. Aber er hatte anscheinend nur Plan A gehabt. Plan A ist nicht aufgegangen. Und jetzt waren natürlich die Hawazin und die Thaqif völlig überrascht gewesen, dass die Muslime sich wieder gesammelt haben. Jetzt kommt die Unterstützung. Allah subhanahu wa ta'ala, er sendet Engel vom Himmel herab. Die Unterstützung Allahs kommt. Die Muslime haben ihre Lektion erlernt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er führt sie nun zum Sieg. Und was für ein Sieg. Die Muslime haben eine Beute erlangt und im Übrigen, wenn wir jetzt davon sprechen, viele sind gestorben, es sind nicht viele gestorben. Es wird von vielleicht 80 Menschen auf der anderen Seite, von 20.000 sind vielleicht 80 gestorben. Im damaligen Kriege, da ist nicht viel Blut vergossen worden. Subhanallah, ist unglaublich. Was sind schon 80 Tote bei 20.000? Nichts, gar nichts. Also es sind nicht viele Menschen gestorben. Aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Muslime einen Sieg erlangen lassen, den sie zuvor noch nicht hatten. Und eine Beute bekommen lassen, die sie sich nicht einmal hätten erträumen lassen. Als nämlich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch davon gehört hatte, dass sie all das mitgenommen haben, ihre Frauen, ihre Kinder, ihr gesamtes Vermögen, sagte er, das ist morgen inshallah die Kriegsbeute der Muslime. Und es sollte so sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Aber zuvor hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was getan? Er hat diejenigen, welche geflohen sind von den Hawazin und den Thaqif, verfolgen lassen durch mehrere kleinere Gruppen. Einer derjenigen, die das getan haben, ist Khalid ibn Walid gewesen, radiyallahu anhu wa ta'ala. Und Khalid, ja, Saifullah al-Mas'ul, ist jemand gewesen, der etwas strikt gewesen ist. Und leider hat er dann wahrscheinlich im Gefecht auch eine Frau getötet.
Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesehen hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas mal ganz, ganz Wichtiges. Ma kanat hadhihi lituqatil. So jemand hätte nicht bekämpft werden sollen. Eine Frau darf nicht bekämpft werden. Immer wieder hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau das bestätigt. Direkt nachdem sie jetzt die Hawazin und die Thaqif besiegt haben, begibt sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dem Großteil der Armee an einen anderen Ort. Und zwar nach At-Ta'if. Wer sind die Bewohner von At-Ta'if? Die Thaqif. Das heißt, die Thaqif, ja, sind die Bewohner von At-Ta'if. Könnt ihr euch an den Namen At-Ta'if noch erinnern? Wir hatten schon einmal darüber gesprochen gehabt vor einigen Monaten, vielleicht sogar schon über einem Jahr. Gibt es eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Welche Geschichte nämlich? Hat mit At-Ta'if zu tun. Wer kann sich erinnern? At-Ta'if. Und zwar im Jahr 10 ungefähr ist der Prophet sallallahu alaihi wa sogenannten Am al-Huzn, im Jahr der Trauer, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dorthin gegangen und hat versucht, die Menschen dort zum Islam einzuladen. Sie haben sich über ihn lustig gemacht, haben ihn vertrieben und war einer der schlimmsten Tage in seinem Leben. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schon einmal, damals, kam Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte zu ihm, wenn du möchtest, dann lasse ich den Malak al-Jibal, den Engel der Berge, sie bestrafen, indem er nämlich die beiden Berge um sie herum über sie zusammenprallen lässt und sie vernichtet. Und was hat der Prophet damals gesagt? Könnt ihr euch erinnern? Er hat gesagt, ja, nein, weil ich erhoffe mir, dass von ihrer Nachkommenschaft Menschen vorhanden sein werden oder kommen werden, die La ilaha illallah sagen. Und jetzt bekämpfen die Leute von At-Ta'if wieder den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er belagert diesmal ihre Stadt. Sie haben ja im Grunde genommen zuerst angegriffen. Und er belagert ihre Stadt. Und die Belagerung von Al-Thaqif ist im Grunde genommen eine eigenständige Schlacht, aber sie ist direkt im Anschluss an die Schlacht von Hunayn. Warum? Weil sie genau sozusagen die Folge ist von der Schlacht von Hunayn. Währenddessen, das ist nur wichtig, dass wir das wissen, lässt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die gesamte Kriegsbeute dazu gehören, ja, das Vermögen als auch die Kriegsgefangenen, ja, insbesondere die Frauen und die Kinder, lässt er an einen Ort bringen mit dem Namen nicht Al-Rajia, was war nochmal jetzt? Al-Ju'rana. Und lässt dort jemanden, ja, die Verantwortung tragen und begibt sich direkt nach At-Ta'if. Die Muslime, sie wenden diesmal bei der Belagerung Waffen ein, die sie zuvor noch nie benutzt hatten und die eigentlich auch für die Araber sehr unüblich gewesen sind. Und zum ersten Mal verwenden die Muslime bei der Belagerung nämlich eine Steinschleuder, auf Arabisch Manjaniq. Das ist sehr, sehr interessant, weil sie kannten das überhaupt nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat vorher extra 2 oder 3 Sahabis hinausschicken lassen, damit sie lernen, wie man eine Steinschleuder baut. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist mit der Zeit gegangen, auch in der Kriegsführung. Und sie haben dann wirklich eine Steinschleuder gebaut und haben versucht, die Festung von At-Ta'if damit zu bombardieren. Aber sie haben es nicht geschafft. Zum allerersten Mal haben die Muslime bei der Belagerung von At-Ta'if einen Panzer benutzt. Nicht ein Panzer, der fahren kann, aber es war eine Art Panzer gewesen, mit dem sie sich geschützt haben, ja, damit sie sich schützen vor den Pfeilen und vor den Waffen der Feinde, die sie von der Festung ausschießen. Und den Muslimen ist es nicht geglückt, die Festung einzunehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte jetzt zurückkehren und die Muslime haben gesagt, nein, das können wir nicht. Ja, warum, aus welchem Grund können wir das nicht? Wir können das nicht, weil wir unbedingt At-Ta'if einnehmen wollen. Dann meinte der Prophet, gut, wie ihr wollt. Und es gab dann in dieser Nacht einige Verluste unter den Muslimen. Und am nächsten Tag sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, lasst uns zurückkehren, woraufhin sie sich gefreut haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch ein Dua ausgesprochen hat, was wir auch kennen, was wir auf der Reise sagen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ayibuna, ta'ibuna, abiduna, li rabbina, hamidun. Ayibun, wir kehren zurück. Ta'ibun, wir kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zurück. Abidun, ja, wir machen Ibadah, Gottes sind sich Hanu, wir dienen Allah. Li rabbina hamidun,
und gelobt preisen unseren Herrn. Und dann haben einige des Sahab Folgendes gesagt: O Gesandter Allahs, verfluche die Faqif. Mach Dua gegen sie. Und dann hob der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hände und er sagte sallallahu alaihi wasallam dann: Allahumma ihdi thaqifa wa'ti bihim. Allahu Akbar. Das ist die Rahme unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. O Allah, leite die Thaqif recht und lass sie zu uns kommen. Er hat nicht Dua gegen sie gemacht, obwohl er gerade erst gegen sie gekämpft hat. Obwohl sie versucht haben, ihn anzugreifen. Obwohl er gerade erst die Stadt belagert hat. Macht er nicht Dua gegen sie, sondern er macht Dua für sie. Er ist nicht jemand gewesen, der versucht hat, Menschen zu bestrafen oder zu verfluchen oder Städte zu vernichten und zu belagern, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat versucht, ihre Herzen zu erobern. Er ist gekommen mit einer Botschaft, die er versucht hat, an die Menschen zu bringen. Und ich wundere mich immer wieder über einige Muslime heutzutage, die immer wieder sagen, möge Allah sie vernichten. Möge Allah sie, weiß ich nicht, dem Erdboden gleich machen, im Erdboden versinken lassen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde nicht gesandt, um Dua und Fluche gegen andere auszusprechen, sondern er ist gesandt worden als jemand, der die frohe Botschaft zu verbreiten hatte. Und das müssen wir verstehen. Und das ist unsere Aufgabe. Ich verstehe auch nicht, warum eigentlich häufig das überhaupt so verbreitet ist unter Muslimen, auch viele muslimische Jugendliche, immer dieses schnelle Verfluchen von anderen. Woher sie das haben? Von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben sie das auf keinen Fall nicht. Ganz eindeutig nicht. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam so etwas nur in ganz wenigen Fällen gemacht hat. Das war wirklich Ausnahmesituation, wie beispielsweise nach dem Ereignis von Bi'r Ma'una, als 70 der Sahabis in einen Hinterhalt gelockt wurden und massakriert wurden. Da hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Monat lang Dua gemacht gegen diese Stämme, weil sie großes Unrecht getan haben. Aber in der Regel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht, dass die Menschen zur Rechtleitung finden. Und genau das sollte geschehen, subhanallah, dass sie dann später auch wirklich Muslime wurden. Aber wie, das werden wir später noch besprechen, insha'Allah ta'ala. Jetzt kehrt er zurück, Prophet sallallahu alaihi wasallam, zurück nach Al-Ji'arana. Al-Ji'arana ist ein Ort in der Nähe von Mekka, von dem man aus im Übrigen auch die Umrah machen kann, Ihram machen kann. Und auf jeden Fall fängt der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt an, die Kriegsbeute unter den Menschen zu verteilen. Was macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt? Und zwar, er verteilt die Kriegsbeute insbesondere an die neuen Muslime. Und die alten Muslime gehen fast leer aus. Abu Sufyan ibn Harb kommt 100 Kamele. Andere Bekannte, Safwan ibn Umayya, ja, Muawiyah ibn Abi Sufyan, also Leute, die erst gerade zum Islam übergetreten sind und keine Verdienste vorzuweisen haben für den Islam, ganz im Gegenteil, bekommen einen unglaublich großen Anteil der Kriegsbeute. Und die Sahabe, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von der ersten Stunde an dabei gewesen sind, insbesondere auch die Ansar, die leer ausgegangen sind, sie wundern sich. Einige Jüngere unter ihnen sagen, möge Allah dem Propheten verzeihen. Er gibt den Leuten, die ihn die ganze Zeit bekämpft haben. Und wir bekommen gar nichts, obwohl wir die ganze Zeit an seiner Seite gestanden haben. Einige Jüngere. Sie schicken dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam jemanden, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen soll. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ansar zu sich rufen lässt. Und er lässt nur die Ansar zu sich kommen. Und er sagt dann zu den Ansar folgende Worte: Ya ma'ashara al-Ansar. Naqalatun balagatni ankum. O Ansar, o Gruppe der Ansar, ich habe gehört, dass ihr etwas unter euch erzählt. Wajdatun wajadtumuha fi anfusikum. Dass ihr so ein bisschen sauer seid, ja, und nicht zufrieden seid. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen:
Alam atikum dullalan fahadakum Allah bi. Bin ich nicht zu euch gekommen, während ihr irregeleitet gewesen wart, woraufhin Allah euch durch mich recht geleitet hat? Wa'ala fa'aghnakum Allah bi, und ihr wart arm gewesen und Allah hat euch durch mich reich gemacht. وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, und ihr wart untereinander verfeindet gewesen, die Außen, die Khazraj, woraufhin Allah zwischen euch Harmonie gestiftet hat. Die Sahabe, die Ansar, antworteten, Allahu wa Rasuluhu amannu wa afdal. Natürlich, Allah und der Gesandte sind die Besten und alles richtig, was du sagst, o Gesandte Allahs. Dann sagte der Prophet zu ihnen, guck mal, was er für ein Lehrer gewesen ist, subhanallah. Ja, ein richtiger Psychologe gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Ganz genau wusste, wie die Menschen funktionieren. Ala tujibuni, ya ma'ashara al-ansar. Wollt ihr mir nicht antworten? Ehrlich antworten, meinte er dann. Wollt ihr mir nicht ehrlich antworten, o Ansar? Und dann sagten sie, bimadha nujibuka, ya Rasulallah? Lillahi wa li rasulihi al-mannu wal-fadl. Wie sollen wir dir antworten, o Gesandte Allahs? Also dir, sozusagen Allah und dem Gesandten, gehört die Gunst. Und dann sagte er, amma wallahi lau shi'tum laqultum. Bei Allah, wenn ihr wolltet, könntet ihr Folgendes sagen. فَلَا صَدَقْتُمْ وَلَا صُدِّقْتُمْ, und ihr würdet die Wahrheit sagen und man würde euch recht geben. أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ. Du bist zu uns gekommen als jemand, der verleugnet wurde, und wir haben sie geglaubt. وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ. Du wurdest unterdrückt und wir haben dich unterstützt. وَطَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ. Du warst auf der Flucht gewesen, wir haben dich bei uns aufgenommen. وَعَائِلًا فَأَسَيْنَاكَ, und du warst jemand gewesen, der allein war, auf sich selbst gestützt war, und wir haben sozusagen dich unterstützt und dir gegeben, dich getröstet. أَوَجَدْتُمْ عَلَيَّ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي أَنفُسِكُمْ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا. Was ist los mit euch, o Gruppe der Ansar? Seid ihr sauer auf mich wegen einem bisschen Rest von der Dunya? Lu'a ist Rest. Rest. Bisschen Krümel von der Dunya. Krümel von der Dunya, mit denen ich versucht habe, eine Gruppe von Menschen, die Herzen einer Gruppe von Menschen zu gewinnen, damit sie Muslime werden. Wa wakkaltukum in der Islamikum, und ich habe euch dem Islam überlassen, der in euren Herzen ist. Ala tardawna ya ma'shar al-ansar. Das sind unglaubliche Worte, bei denen man nur weinen kann. Wollt ihr nicht, o Gruppe der Ansar, an yadhhaba an-nasu bis-sha'i wal-ba'ir, dass die Menschen mit den Schafen gehen und mit den Kamelen gehen, wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihalikum? Allah, aber ihr dürft dafür mit dem Gesandten Allahs in eure Heimat zurückkehren. Ihr dürft mit dem Gesandten Allahs in eure Heimat zurückkehren. Guck mal, subhanallah. Die Leute gehen mit Dunya zurück, aber ihr geht mit dem Gesandten Allahs zurück. Was für ein Unterschied. Subhanallah. Was für ein Unterschied. Und dann, وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى رِحَالِكُمْ. Und jetzt hört mal zu, was er sagte. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Bei dem, in dessen Hand, ja, die Seele Mohammeds ist. لَمَّا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. Das, womit ihr zurückkehrt, ist besser als das, womit sie zurückkehren werden. وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ, und wäre nicht die Hijra, die Auswanderung, لَكُنْتُمْ رَأَنْ مِنَ الْأَنْصَارِ, dann wäre ich einer von den Ansar gewesen. وَسَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَوَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا وَوَادِيًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ وَوَادِيهَا, und würden die Ansar durch ein Tal hindurchgehen oder einen Weg beschreiten, dann würde ich den Weg beschreiten und durch das Tal hindurchgehen, ja, was die Ansar beschritten haben. Al-Ansaru shi'arun wan-nasu dithar. Die Ansar sind die Innenkleidung und die Menschen sind die äußere Kleidung. Allahumma arham al-Ansar wa abna al-Ansar. O Allah, erbarme dich der Ansar und der Kinder der Ansar. Wa abna al-Ansar und der Kinder der Kinder der Ansar. Allah. Als die Leute das gehört haben, haben sie nur geweint. Konnten nicht mehr. Allah.
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. Sie haben so geweint, bis ihre Bärte nass geworden sind. Und sie sagten daraufhin, und sie haben es ernst gemeint, رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. Wir sind zufrieden mit dem Gesandten Allahs, was er aufgeteilt hat und was er sozusagen unter den Menschen verteilt hat. Und dann sind sie gegangen. Ja? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِ أَثَرَ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْطِ. Ihr werdet nach mir erleben, wie sich die Menschen streiten. So habt, also wegen der Dunya, so habt Geduld, ja? Bis ihr auf mich treffen werdet bei meinem Becken. Allah! Was für Worte. Die Menschen gehen mit der Dunya und ihr geht mit dem Gesandten Allahs. Was ist besser? Und deswegen, meine lieben Geschwister, Wallah, diese Dunya ist kurz. Was habe ich von dieser Dunya? Fragt mal Leute, die Dunya haben, die alles von der Dunya haben. Die Leute werden euch sagen, die Dunya kann dich nicht glücklich machen. Dunya ist von etwas, was niedrig ist. Dunya ist vergänglich. Dunya ist zwar ein Mittel, was dich unterstützen kann, aber darf niemals das eigentliche Ziel sein. Weil bei Allah, du wirst von dieser Dunya nichts mitnehmen. Egal wie viel du von ihr hast, du wirst nichts mitnehmen können. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er warnte uns, damit schließen wir ab, inshallah ta'ala, er warnte uns, indem er nämlich sagte, Wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yada'u ahadukum usbu'ahu fil yammi fal yanzur bima tarji'a. Bei Allah, die Dunya ist im Vergleich zum Akhirah nur so, wie jemand seinen Finger in das Meer tauchen würde, so soll er schauen, was daran hängen bleibt. Dieser Tropfen ist die Dunya. Und das Meer ist das Akhirah. Wir werden uns festigen. Wir werden heute inshallah an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Es gibt noch einige Aspekte, die wir aus der Schlacht von Hunain ziehen können. Die werden wir nächste Woche noch besprechen, weil die sehr, sehr wichtig sind. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr.